Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Ein Jahr ist wieder vergangen mit allen Höhen und Tiefen und doch hat uns Gott durchgetragen. Wir dürfen mit Hoffnung auf ein neues Jahr blicken, weil wir Jesus an unserer Seite haben und das ist wunderbar. Ja, und diese Hoffnung dürfen wir auch um 12 haben. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Und wollen dir sagen, du bist einzigartig. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich auf gebet@missionswerk.de und heute ist das Telefon nicht geschaltet. Du bist einzigartig. Und David hat im Psalm 139, Vers 14 geschrieben, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Hast du das auch schon mal gebetet? Oder, oh Herr, meine Nase, meine Ohren, meine Haarfarbe und so weiter. Du bist einzigartig gemacht und von Gott gewollt. Das ist eine wunderbare Sache. Und die Einzigartigkeit haben wir an unserer Weihnachtsfeier so dargestellt von einer Schneeflocke. Ein Eiskristall gibt es nicht zweimal als in derselben Form. Die sind alle anders und wenn du eine ganze Schneedecke siehst, sind das so viele einzelne Schneeflocken und Eiskristalle, die unterschiedlich sind. Und so sind wir auch so unterschiedlich und richtig toll gemacht. Du bist einzigartig geschaffen. In dieser Einzigartigkeit möchte dich Gott gebrauchen. Auch im neuen Jahr, das in wenigen Tagen, Stunden beginnt. Er möchte dich in deiner Einzigartigkeit, in deinen Gaben, möchte er dich gebrauchen. Du sagst vielleicht, ja, ich habe meine Ecken und Kanten. Ja, jedes Kristall hat seine Ecken und Kanten. Aber die Ecken und Kanten, auch die möchte Gott gebrauchen für deinen Nächsten. Danke, Herr. Herr, danke, dass wir einzigartig sind und lass uns nicht kopieren sein von irgendwie einem Menschen, den wir schätzen, auf den wir blicken. Nein, Herr, wir wollen wirklich in dieser Einzigartigkeit dir dienen und danke, Herr. Herr, dass du uns wunderbar geschaffen hast und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir auch, Herr, mit deinem Vorbild auch an unserem Sein und Charakter arbeiten dürfen und Herr, immer mehr deinem Bild gleichen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ein Mann bittet um Gebet und schreibt, die Ärzte können nichts finden. Bei mir werden die Schmerzen im Kreuzbeinbereich immer stärker und es strahlt in das linke Bein. Die Ärzte können nichts Außergewöhnliches finden. Ich bete schon lange um Heilung, doch es geht nicht voran. Es ist auch entmutigend. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und beim Herrn ist alles möglich. Bitte betet für mich. Vielen Dank und liebe Grüße. Ja, Jesus, bei dir ist alles möglich und ich danke dir, dass du auch dieser Person begegnest mit diesem Rückenproblem, das ins Bein ausstrahlt. Danke, Jesus, dass du das in deine göttliche Schöpfungsordnung wieder zurückbringst, wiederherstellst. Danke, Jesus, dass dieser Schmerz aufhört und dass da wieder alles so funktioniert, wie du es geschaffen hast. Danke, Jesus, dass dieser Schmerz entmachtet ist und dass dieser Körper wieder einwandfrei funktioniert. Danke, Jesus. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen einer Frau erreichte uns per E-Mail. Bitte betet für mich um Heilung, für den Blutdruck, die Verkalkungen, den Diabetes, die Nieren und Schmerzen. Danke. Ja, und da ist ziemlich viel kaputt. Und Jesus, ich danke dir, dass du dieser Person einen Rundum-Erneuerung schenkst. Danke für die, dass die Verkalkungen sich auflösen, dass der Diabetes und die Nieren und die Schmerzen und der Blutdruck alles vollkommen wiederhergestellt wird. Danke, Jesus. Danke, dass du eingreifst. Danke, dass diese Schmerzen entmachtet sind und dass jedes Organ wieder wunderbar funktioniert, so wie du es geschaffen hast. Danke, Jesus. Dass du der Herr bist über diese Person. Danke. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Gebetsanliegen für einen krebskranken Bruder.
Mein Gebetsanliegen, schreibt dieser Mann, bitte betet für meinen Bruder, der an Krebs erkrankt ist, dass er wieder vollständig geheilt wird von Jesus. Ja, Herr, die Bitte wollen wir an dich weiterleiten. Herr, die Bitte und der Glaube, dass dieser Mensch wieder vollständig geheilt wird. Und danke, Herr, dass dieser Krebs weichen muss in Jesu Namen. Vater im Himmel, in Jesu Namen, dass dieser Krebs weicht. Wir bitten dich und danke, dass du Gebete hörst. Amen. Amen. Und ein Mann bittet um Gebet. Er schreibt Folgendes. Hatte eine Hüftoperation und stark abgenommen. Nun habe ich noch starken Durchfall bekommen. Bitte helfen Sie mir mit Gebet, dass ich zunehme und der Durchfall aufhört und dass die Untersuchung gut verläuft. Danke. Herr, wir bitten dich, komm mit deinem Frieden in diesen Körper hinein. Herr, der ganze Mechanismus im Körper in Ruhe kommt, der Darm in Ruhe kommt und dass es richtig, richtig gut wird. Ich danke dir dafür, dass du Gebet erhörst und danke, dass du Wunder tust, auch in dieser Sache. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott erhört Gebet, das haben wieder viele Menschen erfahren. Und aus der Schweiz schreibt uns eine Frau. Seit 2-3 Monaten habe ich keine Depressionen mehr gehabt. Seit sie für mich beten, ist es viel besser geworden und jetzt weg. Wie schön. Und Gott wendet schwierige Situationen zum Besten, wie dieses Zeugnis zeigt. Ich möchte euch mitteilen, dass sich alles mit der Person, die gegen mich gearbeitet hat, zum Besten gewendet hat. Mein Herz bzw. Blutdruck sind super. Lieben Dank für die Gebetsunterstützung. Und ein Mann berichtet voller Freude, heute erhielt ich vom Urologen, dass kein Karzinom festgestellt wurde und ich gesund bin. Ich danke unserem Schöpfer und Jesus von Herzen und natürlich euch für eure Gebete. Ich habe vor Freude geweint. Ja, und das kann man nachvollziehen. Gott erhört Gebet. Und da schreibt jemand, ich habe vor kurzem um Gebetsunterstützung für den Enkel einer Bekannten gebeten. Mit über 2 Jahren hat er kein einziges Wort gesprochen. Preist den Herrn und euch, danke, er spricht. Das ist doch wunderbar. Ja, wie wunderbar, er spricht. Ja, so manche sprechen dann zu viel. Aber das ist wunderbar, wie Gott in jeder Sache eingreift. Das ist wunderbar. Und hast du auch wirklich Gott erlebt? Lass es uns wissen. Die Information, wo du es hinsenden kannst, ist eingeblendet. Ja, du bist wirklich einzigartig gemacht. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass du mal wirklich die Hände faltest und wirklich Gott dankst. Für das vergangene Jahr, aber auch für das, wie er dich einzigartig gemacht hat. Du sagst, ja, hier zwickst und hier bin ich krank. Mag sein, dafür wollen wir auch beten, aber du bist einzigartig gemacht. Danke Gott dafür. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, auch für das neue Jahr, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Heute ist unser Telefon nicht besetzt. Ja, und auch heute die Information. Nächsten Freitag wird kein Hoffnung um 12 sein, weil wir gerade so die Jahreswechselpause haben. Und gerne wieder nächsten Mittwoch sind wir wieder für euch da. Und ganz besonders am Sonntag über YouTube und auch über Livestream unser Neujahrsgottesdienst. Da haben wir immer die Gepflogenheit, dass wir ein Bibelvers ziehen. Und wenn du bei uns vorbeikommst, kannst du das auch machen. Bekommst du ein Wort, das dich durch das nächste Jahr begleiten soll. Komm einfach vorbei, wenn es dir möglich ist. Wir verabschieden uns und wünschen dir einen wunderbaren Start in das neue Jahr. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr.
Schau doch mal vorbei.